Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Rotzi. Ja, von Alex. Und zu einer neuen Aufnahmesession. Ja, wieder mal haben die Herren hier, oder der Herr da vorne, keine Manieren. Und ja, wir lümmeln hier einfach noch ein bisschen rum. Was stellen wir denn als nächstes an? Questbedingt. Mal schauen. Kann man hier eigentlich, während man sitzt, wahrscheinlich eher nicht auf die Karte schauen, ne? Na, also auf die... Ne. Ja gut, dann halt nicht. Dann stellen wir halt auf dafür. So. Schluss mit Lümmeln. Okay. Wir tun was? Was war das? Dietrich, bla bla. Verdächtigen, der bei einem entkommen ist. Der Verdächtige, bla bla. Oswald, Hagen und Siegfried. Befragen um die Ehre, bla bla bla. Aha. Das ist hier, ne? Ignaton. Ja, 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 natürlich. Das haben wir doch in der letzten Aufnahme, glaube ich, gemacht. Letzte Aufnahmesession. Ja, da haben wir die ermordeten, was waren es noch gleich? Kleriker? Nein, Paladine. Paladin, ich bin auch so ein Paladin. Berserker, glaube ich, ne? Ist sie wurscht. Die sind jedenfalls entkommen und die sollten hier in Ignaton sein, die Burschen. Da müssen wir ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Können wir theoretisch machen. Nächtliche Geschäfte, was haben wir da? Aha, das ist auch wieder Reinhold. Der Typ ist auch schlimm, ne? Drei Wachen, der bla bla, Xander, der... Ach so. Nee. Aha. Okay, was war mit Finger weg? Raushalte, lala. Achso, das war der Typ oben, genau. Glaubensfrage. Ah ja, die Eva, genau. Genau, das wollten wir auch machen. Wir haben uns ja schon eingeschreibt. Unser Name ist da, ist drinnen, das haben wir schon gemacht gehabt. Das können wir theoretisch, würde ich sagen, weitermachen, oder? Sind wir denn irgendwie in der Nähe? Wahrscheinlich nicht, oder doch, oder nein? Doch, da vorne? Da ist die Eva, ne? Irgendwo. Ober uns? Ober uns. Ober uns. Achso, ich depp. Wir sind ja schon im Archiv. Das passt ja. Das war der Karl. Genau. Passt alles. Alles gut. Stimmt. Alter, bin ich verwirrt. Spiele ich wieder eine Zeit lang nicht. Ich glaube, 2 Wochen sind schon wieder her. Und ist schon wieder gefallen. Ein Hockerle zum Hinsitzen. Okay. Ja. Wenn wir schleichen, ich speichere kurz, können wir den Diebstahl begehen, ohne dass der Kerl da uns merken tut? Das wäre mir sehr lieb. Yay! Ich glaube, es hat hingehauen. Es schimpft keiner und wir sind noch am Leben. Schaut gut aus. Also ein Botanikerbierchen ist sicher nicht schlecht. Hör auf, heramzuschleichen. Was ich? Das würde ich nie tun. Wer bist denn du? Archivar. Aha. Ich hab nichts gemacht. Nana. Komplett unschuldig. Komplett. Ich wollte nur schauen, ob es noch was gibt. Ich gehe irgendwie. Ich weiß noch, warum ich gehe. Ich will ja laufen. Ich sollte laufen. Das schaut aus wie ein Archiv da unten, ne? Wenn ich da jetzt runterspringe, ist wahrscheinlich nicht so gesund. Nix gesund, nix. Wenn ich da reingehe, gibt es vielleicht noch ein Büchlein für uns? Schönes Aquarium, ohne irgendwas drin. Bericht eines Technikers. Da ist wer, ne? Warte kurz. Ich wollte gerade schauen. Ganz kurz warten. So, das Buch gehört ja schon mal uns. Ray, sei leise. Hat hingehauen. Super.
Gut, das nächste drum geklaut. Na, Herr Archivar, alles gut? Ein Bettchen? Ich häng da irgendwie fest. Was zum Teufel? Komm ich da jetzt nicht mehr weg? Ich glaube, ich komme da nicht mehr weg. Okay, gut, dass wir gespeichert haben. Ich lade mal kurz. Ja, warum nicht? Ja. So. Der geht jetzt fort. Okay. Also, nochmal. Niemand schimpft, alles gut. Also in das Eck gehe ich nicht mehr rein. Da ist ein Bug, da ist ein Bug daheim. Und der tut uns nichts Gutes. Ich hoffe, dass da kein Büchlein für uns war. Das wäre nämlich tragisch. So, was hätten wir hier noch? Ein paar Hockelis zum Hinhocken. Aber sonst glaube ich nichts mehr von Bedeutung. Dann gehen wir runter. Verstehst, das ist ja so ein Wasserding, ne? Wo kommt hier der Becher raus? Oder wo kriegt man Becher her, dass man was saufen kann? Klumpert. Echt. So, Bericht eines Laborleiters. Da steht nichts dabei, dass man was also stehlen würden. Also nehmen wir es mit. So, da werden wir noch lesen. Was haben wir hier? Kriegsgeschichte. Aha. Was haben wir da? Nix. Lalila. Aha, da geht's auch weiter. Schimpft schon wer? Noch nicht. Hocker. Bericht eines Oberarztes 2. Aha, da gibt's den ersten auch. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen, Idiot. Was? Ich hab nichts gemacht? Wir sind nicht ausgeschimpft worden für den Diebstahl, nur für Schleichen. Okay, das ist gut. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ich hab nichts genommen. Gar nichts. Hast du was gesehen? Ich nicht. Ja. Abhandlung über Alex. Außerdem die Bücher darf ich nehmen, weil da steht nichts dabei, dass es verboten wäre, die mitzunehmen. So, blöde Kuh. Ja. Na, na, na. Die will nur nicht, dass wir schlauer sind als sie. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Denkt euch nichts dabei. Ist ganz normal bei mir, ganz normal. Ein Foto. Ich glaube, ich soll das mal speichern. Machen wir einfach mal sicherheitshalber. Tada. Und? Niemand schimpft. Meistern. Das fesche Burschen. Studentenfreunde wahrscheinlich, ja? Oder vielleicht sogar Programmiererkollegen vielleicht von Alex. Das wäre lustig. Das wäre schön. Schrift zum Kalenderjahr. Ja. Schnieft einmal. Rotzt sie herum, die gnädige Frau. Meine Güte. Halt, warte, sind wir von da gekommen? Na, da geht's weiter. Du liebe Zeit. La la la. Da gibt's aber nichts, ne? Wohl doch, hier. Bericht eines Oberarztes, der erste. Aha. Oh mein Gott. Wo führt das nur hin? Echt? Da war nichts, glaube ich. Na? Da im Eck. Aha, da ein verbotenes Tagebuch. Keiner schimpft? Passt. Ihr müsst euch nämlich immer schleichen, sicherheitshalber, ne? Weil mir ist schon ein paar Mal passiert, wenn du ganz normal rangehst an diesen Sachen und du stibitzt sie dann, dann sind sie oft böse, die Leute. Warum auch immer. Ich meine, sie sehen es nicht, sie hören wahrscheinlich, dass du was angrapscht. Das wird sein. So. Puh. Haben wir das Büchlein schon bekommen? Sehr gut. Mal kurz zwischendurch ein bisschen Luft anhalten, dass ich nicht zu laut atme. Weil wahrscheinlich kann man auch den Atem des Spielers hören. Also mir, also ich, ne? Ja. Okay, ich glaube, wir hätten es, oder? Wir haben's. Wir haben alle beieinander. Halt, war das? Also, Ray, meine Güte. Nein, du bist kein Buch, Ray. Nein, ist er nicht.
Ich glaube, das kann man so lassen. Ich hoffe, ihr habt nichts übersehen. Ich hoffe wirklich, dass ich nichts übersehen habe. Wo war jetzt das eine Dürdel? Wo es rauf ging. Ich habe leichte Orientierungsprobleme. Fällt aber gar nicht auf. Hier war es, genau. Ich will nur schauen, was es da oben noch gibt. Da steht wer. Das hast du gut beobachtet, Zocki. Achso, das ist er. Es geht nur im Kreis herum. Okay, passt. Pfitti. So, jetzt sind wir noch zu Everlein. Und ihr das Bierchen geben. Aber vorher wäre es vielleicht gar nicht so blöde. Gibt es hier noch was? Zigarettenstange. Ja, damit. Was wollte ich sagen? Es wäre vielleicht gar nicht so blöde, vorher die Sachen mal durchzulesen. Ein Hammer. Jo. Nehmen wir mit. Was auch immer hier ein Hammer zu suchen hat. Aber naja. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt Lesestunde. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Doch. Mach mal. Ein Meisterbrief. Wo haben wir den hier? Eine Auskunft über den Meister des Gesellschaftsspiels. Das blaue Auge. Name des Helden. Achso, das war wieder von dem Kartenspiel-Dingens da, ne? Name des Helden. Batesh. Kennzeichen gesunde Ernährung und immer gut gelaunt. Scheitert jedoch regelmäßig an der mangelnden Vorbereitung seiner Mitspieler. Zitate. Ihr müsst da gemeinsam durch. Ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst... Ach, was soll's. Dann lese ich halt im Regelwerk. Jawohl. Dann haben wir vergilbte Spielanleitung. Ja, das war auch zum Spiel dazu, ne? Das blaue Auge. Das blaue Auge ist ein Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. Neben deiner Fantasie brauchst du nichts weiter als ein dickes Fell. Na, großartig. Und breite Schultern wahrscheinlich, ne? Also einen breiten Rücken fürs Draufgetreten werden, immer fort, ne? Seelisch. Ja, naja. Ziel des Spiels ist es, den Spielleiter und andere Mitspieler durch nicht enden wollende Diskussionen dazu zu bekommen, dass sie einen Nervenzusammenbruch erleiden. Hm. Klingt ja wie bei der Arbeit, ne? Regel Nummer 1. Der Spielleiter hat nie recht. Regel Nummer 2. Hat der Spielleiter doch mal recht, tritt Regel 1 in Kraft. Allein diese Regel bringt schon einen Nervenzusammenbruch zustande, echt. Dann ein Fotolein, das hatten wir ja schon. Ja, der schnäuzt sich schon wieder. So, irgendwie sind die Bücher... Verbotenes Tagebuch, wollte ich nämlich gerade sagen, wo sind die Bücher hin? Verbotenes Tagebuch, altes verbotenes Buch über Alex-Experimente aus dem Archiv des Kleriker, der Kleriker. Meine Forschung. Ich habe herausgefunden, dass unsere Leute bereits sehr früh Experimente mit Alex durchgeführt haben. Darüber gibt es vereinzelt Schriften, die allesamt unter Verschluss gehalten werden. Mir ist klar, dass meine Forschungen geheim bleiben müssen. Meine Brüder und Schwestern würden mich nicht verstehen. Sie sind verblendet durch ihren blinden Glauben. Aber das Alex ist eine besondere Macht. Wir nutzen sie nur als Energiequelle für die Maschinen. Aber ich glaube, dass man den Menschen durch Alex perfektionieren kann. Ja, ja. Kein Schnupfen mehr. Keine Zahnschmerzen und Kraft ohne Ende. Damit brauchen wir nur mit das Gehalt für einen zahlen und erschöpft für 10. Ho, 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 genau. Was, wo war ich? Ach ja, bis jetzt hat es nur niemand gewagt, während weiterzugehen. So, genau, ja, weiter. Genau. Es gibt Aufzeichnungen von Fällen, in denen Alex nicht dazu führte, dass der Konsument degenerierte. Schön. Ich habe herausgefunden, dass es einen Zusammenhang mit der Willensstärke gibt. Die geistige Stärke bestimmt, was Alex aus einem macht. Wenn man genug Stärke besitzt, verleiht einem Alex große Macht. Ich werde diese ergreifen. Schön, da ist gerade ein Alp geboren, ha? Meine Experimente schreiten gut voran.
Ich habe eine Dosierung gefunden, die für meinen Organismus gut bekömmlich ist. Natürlich habe ich niemanden eingeweiht, deshalb musste ich meine Fehlversuche selber ertragen. Ich gehe dabei sehr vorsichtig vor, aber bald muss ich es nicht mehr verstecken. Na schön. Ich streife all diese lästigen menschlichen Gewohnheiten ab. Mein Verstand funktioniert besser denn je, weil ich nicht von diesen unnützen Gefühlen abgelenkt werde. Ich habe bereits angefangen, Ausgewählte in mein Geheimnis einzuweihen. Nur die Stärksten teste ich überhaupt auf ihre Eignung. Nur die Blässe lässt sich schlecht verbergen. Vermutlich sind schon einige auf mich aufmerksam geworden, aber meine Forschung ist so gut wie beendet und von menschlichen Gewissensbissen werde ich nicht mehr von meinen Zielen abgelenkt. Ja, schön, freut mich für dich. Gut, dann, ach, hier haben wir das nächste. Schrift zum Kalenderjahr. Neue Zeitrechnung. Na wunderbar. Wir haben ja schon Probleme mit Sommer- und Winterzeit, es gibt eine neue Zeitrechnung auch noch, Gott sei Dank. Die Zeitrechnung ist für die Ordnung unserer Welt unerlässlich. Nachdem der Meteorit auf unsere Welt schlug, geriet die alte Ordnung durcheinander. Sachen gibt's wirklich. Nachdem sich unsere Gemeinschaft von der Katastrophe erholt hatte, stellten unsere Wissenschaftler eine neue, angepasste Zeitrechnung zusammen. Jeder Gläubige muss sich an diese Zeitrechnung anpassen, um Verwirrung zu vermeiden. Ein Jahr hat 11 Monate. Unsere Zeitrechnung beginnt mit dem Tag des Meteoriteneinschlags im Jahr 0. Schön. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir das nächste, die Kriegsgeschichte. Die Wahrheit über Eisenfaust. Da unsere Brüder und Schwestern immer wieder durch Gerüchte verunsichert werden, stelle ich hier ein für alle Mal klar, wie Erik Eisenfaust unsere Roboter besiegen konnte. Es war zu einer Zeit, als die Berserker begannen, furchtloser zu werden. Sie pflanzten ihre sogenannten Weltenherzen nicht nur in Edan, sondern bedrohten den ohnehin schon fragilen Frieden durch ihre Invasionen. Um die Waldmenschen in ihre Schranken zu weisen, schickten wir 2 Dutzend Kampfroboter. Sie trafen am Weltenherz auf eine Verteidigungsstellung. Unter den feindlichen Kämpfern befand sich auch Eisenfaust. Von dem haben wir auch schon gehört, ne? Doch der besiegte die Roboter nicht, wie die Berserker es behaupten, mit den Kräften ihres Mana. Er hatte sich stattdessen zuvor bei einigen verräterischen Brüdern und Schwestern eingeschmeichelt. Zusammen sabotierten sie die Roboter, sodass ihre Energieversorgung versagte und Eisenfaust sich als Held feiern konnte. Ja, du, blöd kann man sein, zum Helfen muss man sich wissen. Jeder einzelne dieser Verräter wurde ausfindig gemacht. Unsere Suggestoren bekamen die Wahrheit aus ihnen heraus und nach ihrem Geständnis wurden sie von ihrem falschen Weg gereinigt. Das heißt, dieser Eisenfaust, weiß nicht, ob der noch leben könnte, der wäre jetzt ein Kleriker. Vielleicht können wir ihn zurück erobern, sag ich mal. Bericht eines Technikers. Meine Güte. Ja, Bericht. Tag 62 nach dem Einschlag. Mehrere Meldungen zur kontaminiertem Wasser. Überprüfung der Wasserleitung in den Abschnitten D3 und F2. Kein Leck gefunden. Trotzdem gibt es in allen Bereichen, die darüber mit Wasser versorgt werden, Meldungen. Gehe mit einem Team das gesamte Leitungssystem entlang. Irgendwoher muss die Kontamination kommen. Kein Ergebnis. Arbeiten morgen weiter. Noch großartig. Tag 63 nach dem Einschlag. Kontamination schreitet voran. Abschnitt T4 und 5 sowie A1 sind ebenfalls betroffen. Schicke Teams los, um alle Leitungen zu überprüfen. Gehe selber zur Hauptleitung. Wir müssen den Grund der Kontamination schnell finden. Tag 64 nach dem Einschlag. Fast das gesamte Wassersystem ist betroffen. Hervorragend! Schön, da kommt Freude auf. Die Laborjungs haben Proben aus dem Boden entnommen. Es ist überall. Keiner weiß, was das Zeug ist. Habe Leute daran gesetzt, eine Methode zum Filtern der Substanz zu finden. Evakuierung
der Wohneinheiten zu nicht betroffenen Bereichen. Tag 65 nach dem Einschlag. Filter funktionieren. Bauen das gesamte Wassersystem um. Ja, gratuliere. Ist ja gut ausgegangen. Dann, was haben wir noch? Alter Schwede. Ja, dieses Ding war ganz besonders wichtig. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Dann machen wir noch die Sachen hier und dann passt das schon. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!